Herzlich willkommen zu einer neuen, entspannt humorvollen Witzelesung. Und los geht's! Auf dem Amazonas geht ein Luxuskreuzfahrtschiff unter. Die Gäste schwimmen im Wasser. Die Krokodile kommen immer näher. Meint einer der schwimmenden Passagiere? Wirklich luxuriös. Sogar die Rettungsboote sind von Lacoste. Eine Frau jammert dem Medizinprofessor vor. Mein Junge hat gedroht, dass er sich erschießen will, wenn sie ihn durch das Examen rasseln lassen. Der Professor legt beruhigend den Arm um die Frau. Da können Sie ganz beruhigt sein. Bei seinen Medizinkenntnissen trifft er garantiert nichts Wichtiges. Der Tierarzt ruft bei Herrn Meier an. Ihre Frau ist mit ihrer Katze da und bat mich, sie einzuschläfern. Ist das in Ordnung? Klar. Und die Katze können Sie raussetzen. Die kennt den Heimweg. In Alabama liegt ein toter Schwarzer auf der Straße. Der Sheriff untersucht die Leiche und findet 22 Einschusslöcher und sagt, verdammt, so einen furchtbaren Selbstmord habe ich noch nie gesehen. Mädchen, ich bring dich ganz groß raus, schwärmt der neue Trainer des Tennissternchens. International? Nein, aus dem Sportdress. Warum sitzen im Theater die Glatzköpfe heute in der ersten Reihe? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch mal was zum Klatschen haben. Guten Tag, sagt der Elektriker zu dem Patienten, der an die eiserne Lunge angeschlossen ist. Ich muss Sie bitten, mal kräftig durchzuatmen. Warum? Keucht der Patient. Ich muss für eine Viertelstunde den Strom abstellen. Staatsjagd. Der Förster stellt vor. Das ist Dieter, unser treuester Treiber. Über 20 Mal angeschossen, noch immer dabei, fragt ein Gast. Ja, macht das viele Blei im Körper nichts? Wie wo? Nur schwimmen sollte er nicht mehr. Der Arzt drückt der Frau des Kranken warm die Hand. Gestern, wie gesagt, hielt ich ihn für einen Todeskandidaten. Heute, liebe Frau, kann ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass sein Leben gerettet ist. Ja, machen Sie keine Witze, Doktor, wo ich doch schon seinen Anzug verkauft habe. Der Oberarzt zum Patienten. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte zuerst bitte, sagt der Patient. Wir müssen Ihnen beide Beine amputieren. Und die gute Nachricht? Der Patient auf Zimmer 3 hat die gleiche Hosengröße wie Sie und würde sich freuen, wenn er Ihnen ein paar Hosen abkaufen könnte. Selbstgespräch eines Lokführers bei 150 km/h. Junge, ist das ein Tag. Möchte mal wissen, was noch alles passiert. Erst habe ich mich beim Rasieren geschnitten, dann ist meine Hose geplatzt und nun kommt mir auf meinem Gleis ein D-Zug entgegen. Beim Essen sagt ein Kannibale zum anderen, magst du eigentlich deine Frau? Oh ja, sehr. Na dann lang mal kräftig zu. Mitten über dem Atlantik setzen die Triebwerke der Düsenmaschine aus. Über Lautsprecher ertönt die freundliche Stimme der Stewardess. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten notwassern. Bitte schnallen Sie sich an und benutzen Sie nach der Landung die Notausgänge. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei allen Nichtschwimmern verabschieden und wünschen allen Schwimmern eine angenehme Weiterreise. Der junge Artist bewirbt sich als Dompteur. Und mein Vater war auch Löwenbändiger, erzählt er. Dann haben Sie auch sicherlich schon einmal Ihren Kopf in den Rachen des Löwen gesteckt, fragt der Zirkusdirektor. Klar, ich wollte ja nachsehen, wo mein Vater geblieben ist. Ein Autofahrer kommt nach einem schweren Verkehrsunfall wieder zu sich. Was ist denn passiert? Du hattest einen Unfall, sagt eine Stimme neben ihm. Und was soll ich noch mit dem Lenkrad in der Hand? Das ist kein Lenkrad, das ist eine Engelsharfe. Wie ist denn das Betriebsklima in der Pulverfabrik? Nicht gut. Bei der letzten Explosion haben sie uns die Zeit, die wir in der Luft waren, vom Lohn abgezogen. Ich habe nur getan, worum er mich gebeten hat, erklärt die Ehefrau vor Gericht. Er saß vor dem Fernseher, sah die Sportschau und schrie, schieß doch, schieß doch. Naja, und dann habe ich halt geschossen. Der Kannibale zu dem Mann im Kochtopf. Du Englisch? No. Medium, please. Ein schwerer Unfall ereignete sich und ein junger Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Als er wieder bei Bewusstsein ist, läutet er nach der Schwester. Hören Sie mal, die Frau da neben mir ist doch sterbenskrank. Die gehört doch ins Sterbezimmer. Die Schwester lächelt sanft. Das ist das Sterbezimmer. Nachts um 3 schreckt Paul plötzlich aus dem Schlaf. Er rüttelt das Mädchen, das neben ihm liegt, und bittet sie dringend, hör mal, du musst unbedingt sofort irgendwo ein Stück Kreide auftreiben. Das Mädchen versteht nicht, wozu er um diese Zeit ein Stück Kreide braucht, beginnt aber, weil er so flehentlich bittet, zu suchen und findet schließlich in der Küchenschublade tatsächlich ein Restchen Kreide.
Inzwischen hat Paul sich angezogen. Er küsst das Mädchen und sagt, ich erklär's dir später, steckt sich den Kreidestummel hinters Ohr und rast nach Hause. Dort erwartet ihn seine Frau mit der üblichen Frage, wo er sich so lange herumgetrieben habe. Der Mann beginnt zu erzählen. Ja, es hat sich so ergeben. Zuerst war das offizielle Essen. Du weißt ja, dort habe ich ein nettes Mädchen kennengelernt. Dann sind wir zusammen noch auf einen Kaffee gegangen und sie hat gesagt, der Kaffee sei miserabel und sie wohne ganz in der Nähe. Da sind wir also zu ihr gegangen, haben dort einen Kaffee getrunken, dann eine Flasche Wein und dann, wie es halt so geht, sind wir uns auch menschlich sehr nahe gekommen. Die Frau hört geduldig zu und sagt dann erleichtert, wenn du nur nicht immer so angeben würdest. Natürlich warst du wieder beim Kegeln. Du hast ja noch die Kreide hinterm Ohr. Die Ehefrau hat eine Überraschung für ihren Mann. Liebling, ich fahre morgen für ein paar Tage zu meiner Mutter. Kann ich noch etwas für dich tun? Erklärt er strahlend. Nein, danke. Das genügt. Webers haben Ehekrach. Er schreit sie an. Als ich dich kennenlernte, hattest du nur ein Hemd auf dem Leib. Das stimmt, schluchzt sie. Und du hattest nichts Eiligeres zu tun, als es mir über den Kopf zu ziehen. Die Familie sitzt beim Frühstück. Da fragt der 5-jährige Philipp, du Mama, was ist eigentlich Geschlechtsverkehr? Schaut die Mutter ihren Ehemann an und meint, ja, wenn ich das wüsste. Herr Bock lässt sich nach 15 Ehejahren und einem Umzug nach München scheiden. Meine Frau ist mir untreu, jetzt habe ich eindeutige Beweise. Und als seine Freunde das bezweifeln, fügt er wütend hinzu, auch in München ist es immer noch derselbe Briefträger, der uns schon in Hamburg die Post gebracht hat. Der Millionär liegt sterbenskrank unter dem Sauerstoffzelt. Sein Sohn fragt ihn, ob er einen letzten Wunsch habe. Ja, röchelt der Vater, nimm bitte den Fuß vom Sauerstoffschlauch. Erwin beim Speerwerfen auf dem Sportplatz. Jetzt muss ich mich anstrengen. Da drüben steht meine Schwiegermutter und schaut zu. Fragt sein Freund daraufhin, Menschenskinder, sind ja mehr als 150 Meter. Meinst du wirklich, dass du sie triffst? Die Freude ist riesig. Im Försterhaus sind Drillinge angekommen. Der kleine Max mustert sie alle ganz genau, zeigt dann auf den mittleren und entscheidet, den da, den ziehen wir auf und behalten ihn. Eine Touristin beschwert sich während einer Bergwanderung beim Führer. Also, dass sie an dieser gefährlichen Stelle kein Geländer haben, halte ich wirklich für unverantwortlich. Ja, früher haben wir da schon ein Geländer gehabt, aber das haben die Touristen dann immer mit runtergerissen. Der Abteilungsleiter der Herrenkonfektion will den unverkäuflichen, grässlich gemusterten Anzug endlich aussortieren, kann das alte Stück aber nirgendwo finden. Schließlich fragt er seinen neu eingestellten Starverkäufer nach dem scheußlichen Ding. Den habe ich verkauft, verkündet der Verkäufer triumphierend. Was? Hat der Kunde denn keine Einwände gehabt? Nein, nein, versichert der Verkäufer. Nur sein Blindenhund hat gejault. In der Gin-Fabrik kommt ein Arbeiter ins Büro gesaust. Chef, der Egon ist in den großen Bottich mit Gin gefallen und ist ertrunken. Oh nein, das muss ja ein grässlicher Tod gewesen sein. Ach nö, so schlimm war das wohl nicht. Er kam dreimal hoch und hat nach Oliven verlangt. Drei Dachdecker reparieren das Kirchendach. Plötzlich stürzt einer ab, ruft ein Kollege hinterher. Du kannst ja ruhig unten bleiben, es ist gleich Mittagspause. Darauf der Dritte. Sieht er doch selbst, er kommt an der Turmuhr vorbei. Mein Opa hatte einen härteren Aufschlag als Boris Becker. Ach was, hat er auch Tennis gespielt? Nein, er ist vom Baugerüst gefallen. In der U-Bahn nimmt eine junge Frau ihr Kind auf den Arm. Ein Fahrgast betrachtet das Kind kopfschüttelnd und sagt dann, ist das aber ein hässliches Kind. Die Mutter bricht in Tränen aus. In der nächsten Station steigt ein älterer Mann ein, sieht die junge Frau weinen und tröstet sie. Nun weinen Sie mal nicht, junge Frau. Ist doch sicher alles nicht so schlimm. Dann greift er in die Tasche und sagt, und geben Sie hier diese Banane Ihrem kleinen Affen. Ein einäugiger Pianist spielt im Prairie Saloon. Plötzlich kommt es zu einer wilden Schießerei, wobei dem Pianisten das gesunde Auge zerschossen wird. Dieser schreit, prima Leute, zuerst immer auf die Lampen. Willi ist blind auf die Welt gekommen. Eines Abends sagt seine Mutter zu ihm, Willi, morgen ist ein ganz besonderer Tag. Wenn du recht innig betest, wirst du morgen früh sehen können. Am nächsten Morgen kommt sie in Willis Zimmer und will wissen, ob er wirklich andächtig gebetet hat. Also, dann mach jetzt die Augen auf, deine Gebete sind erhört worden.
Willi öffnet die Augen und gleich darauf schreit er: Mami, Mami, ich kann immer noch nicht sehen. Ich weiß, mein Liebling, sagt die Mutter. April, April. Der Geschäftsmann liegt im Sterben. Seine Frau sitzt an seinem Bett. Noch einmal rafft er sich auf. Du sollst alles erfahren, Liebes, stöhnt er. Ich habe den Schmuck, den ich als gestohlen gemeldet habe, selbst verkauft. Ich war der Geliebte deiner Schwester. Ich habe unser Dienstmädchen im Bett gehabt. Das bin alles ich gewesen. Tröste dich, mein Lieber, sagt seine Frau. Ich muss dir auch etwas gestehen. Das Gift in deiner Suppe, das war ich. Der Patient wacht aus der Narkose auf und fragt, warum man mitten am Tag sein Fenster verdunkelt habe. Die Schwester: Nebenan brennt eine Holzhandlung und darum habe ich die Jalousien heruntergelassen, damit sie nicht glauben, die Operation sei misslungen. Ich sehe Schreckliches, flüstert die Wahrsagerin und blickt von der Kristallkugel auf. Ihr Mann wird morgen ums Leben kommen. Das ist mir bekannt, antwortet die Besucherin. Was ich wissen möchte, werde ich freigesprochen? Weiblinger ist ganz erschüttert, welcher Schicksalsschlag seinen Kollegen getroffen hat. Ich höre, Ihre Frau hat sich das Genick gebrochen, als sie neulich die Kellertreppe runterfiel. Ja, bestätigt der Kollege. Ich kochte gerade Nudeln und sie wollte das Gulasch aus der Tiefkühltruhe holen. Das ist ja schrecklich, sagt Weiblinger mitfühlend. Was haben Sie denn da gemacht? Der Kollege zuckt mit den Schultern. Spiegeleier. Der junge Mann versucht es auf die romantische Tour. Ach, Liebling, ich möchte, dass du mein Dornröschen bist. Kein Problem, erwidert sie. Immer wenn ich dich sehe, schlafe ich sowieso ein. Hannelore, woran denkst du? Ach, an nichts Besonderes. Schade, ich dachte schon, du hättest an mich gedacht. Habe ich auch, Heinz. Der reiche Fabrikant steht kurz vor dem Konkurs und beschließt Sparmaßnahmen. Liebling, wenn du ab heute selber putzt und kochst, können wir 2 Angestellte sparen. Gern, sagt sie. Und wenn du endlich poppen lernst, können wir den Chauffeur auch entlassen. Beim Abendessen seufzt sie. Liebling, wir müssen unbedingt ein neues Bankkonto eröffnen. Warum denn das, will er wissen. Weil auf dem alten kein Geld mehr ist. Die Freundin ist ganz verzweifelt. Ich bekomme ein Kind von dir. Am liebsten möchte ich gar nicht mehr leben, seufzt er erleichtert. Ich wusste ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Frau Knirpel sagt entsetzt zu ihrem Hausmädchen. Fräulein Jutta, Sie sind ja schwanger. Sie doch auch. Ja, aber ich bin es von meinem lieben Mann. Ja, wenn's weiter nichts ist, von dem bin ich auch schwanger. Würdest du dich dagegen wehren, mit mir zu schlafen? Oh, das habe ich noch nie gemacht. Was, hast du noch nie mit einem Mann geschlafen? Nein, ich habe mich noch nie gewehrt, sagt der Ehemann. Und du behauptest, du hast gestern Nacht bei deiner Schwester geschlafen? Du lügst. Ich habe nämlich gestern Nacht bei deiner Schwester geschlafen. Fragt die gefühlskalte Frau ihren Mann nach der Hochzeitsnacht. Na, wie lange hast du denn gestern noch gemacht? Martha steht mit ihrem Freund im Hausflur. Sie verabschieden sich mit einem langen Kuss. Zärtlich flüstert er: Ach, Liebling, ist die große Liebe nicht etwas ganz Wunderbares? Sicher, Schatz, meint Martha leise. Aber mit dir ist es auch ganz schön. Ich liebe dich schrecklich. Das macht nichts. Morgen zeige ich dir, wie man es richtig macht. Danach. Er: Oh, mein Liebling, 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 was hast du bloß mit mir gemacht? Das war der pure Wahnsinn. Sie: Hat's dir gefallen? Er: Gefallen ist kein Ausdruck. Ins Weltall hast du mich geschossen, mitten hinein in die Trompeten von Jericho. Mensch, was bist du für eine Frau? Sie: Tja, gelernt ist eben gelernt. Er: Wie? Was? Du bist Trompeterin? Sie: Nein, Schwertschluckerin. Nach dem Sex: Möchtest du gar nicht wissen, was ich von Beruf bin? Narkosearzt vermutlich. Woher weißt du das? Naja, ich habe nichts gespürt. Fang bloß nie was mit einem Typen an, der ein 7-Monats-Kind war, rät Gabi ihre Freundin. Warum nicht? Weil er sich nicht ändern wird. Er kommt jedes Mal zu früh. Wollen wir nicht ein klein bisschen in den Park gehen? Flüstert Rolfi seiner Clara zu. Kommt nicht in Frage, sagt Clara.
Ich weiß, was du Fernsehnarr willst. Zuerst suchst du den Platz an der Sonne, dann folgt das Spiel ohne Grenzen und dann lässt du den goldenen Schuss los und ich sitze da mit der Aktion Sorgenkind. Von Junge zu Junge. Gestern habe ich Pipi gemacht, in den Fernsehsessel. Da hat mein Papi gesagt, noch einmal sowas und er schneidet ihn ab. Keine Angst, ich habe das neulich bei meiner Schwester gesehen. Das schaut gar nicht so übel aus. Sie? Nun mach schon hin, das Leben ist kürzer als du denkst. Er? Komm ein bisschen näher, er ist auch kürzer als du denkst. Herbert ist empört, als er in der Hochzeitsnacht feststellt, dass seine Braut keine Jungfrau mehr ist und weigert sich, in seine Rechte als Ehemann einzutreten. Kopfschüttelnd meint sie nur, sei doch nicht albern, Herbert. Du hast schließlich auch die U-Bahn nicht gebaut und fährst regelmäßig mit ihr. Wenn ich sterben würde, wärst du dann sehr traurig? Fragt Willi seine Frau. Antwortet sie, du weißt doch, wie sensibel ich bin. Schon Kleinigkeiten treiben mir die Tränen in die Augen. Der Rundfunkmechaniker haucht seiner Flamme ins Ohr. Wie im Äther gehen zwischen uns die Wellen hin und her. Ich bin der Sender, du der Empfänger. Gehen wir auf Sendung? Gern, haucht sie zurück. Aber vorher wollte ich dir nur sagen, dass wir in 7 Monaten einen Lautsprecher bekommen. Uli und Ulla sitzen auf der Parkbank, blicken in den Sternenhimmel. Fragt Uli leise, soll ich dir jetzt mal den großen Bären zeigen? Unsicher antwortet Ulla, und wenn jemand vorbeikommt, was tun wir dann? Dialog im Kerzenlicht. Küss mich noch einmal und ich gehöre dir ein Leben lang, stammelt sie. Er, danke für die Warnung. Sie liegen beide im Ehebett. Sie hat das Licht noch an, blättert durch die Zeitung. Hier, sagt sie plötzlich, diese Schachaufgabe ist was für dich. Matt in 2 Zügen. Du kannst anziehen, was du willst. Dir steht nichts, mäkelt er. Mäkelt sie zurück. Ist es bei dir etwa anders? Sagt die Ehefrau. Immer sagst du, dass das Geld nichts mehr wert ist. Und dann machst du ein Mordstheater, wenn ich welches ausgebe. Ein Mann zu seiner Frau. Du hast im Lauf der Zeit einen Hintern gekriegt wie ein Mähdrescher. Abends liegen beide im Bett und der Mann streichelt seine Frau. Die rührt sich nicht. Er streichelt sie wieder. Sie rührt sich aber immer noch nicht. So geht das eine ganze Weile. Nun fragt der Mann, sag mal, hast du heute gar keine Lust? Sagt die Frau, ja glaubst du etwa, ich stelle wegen eines Strohhalms meinen Mähdrescher an? Hinterhuber kommt mitten in der Nacht ziemlich betrunken nach Hause und rennt im Schlafzimmer eine Bodenvase um. Wütend faucht er seine Frau an. Himmel noch einmal, wieso steht denn hier plötzlich eine Vase? Giftet seine Frau zurück, damit in unserem Schlafzimmer endlich mal was steht. Ein nicht mehr ganz junger Ehemann spürt eines Nachts, dass sich bei ihm wieder mal was regt. Also weckt er seine Frau und sagt, Liebling, schau nur, was sich bei mir tut. Fein, sagt sie, komm schnell rüber zu mir. Nein, komm du lieber zu mir, meint er. Ich weiß nicht, ob er die Reise übersteht. Er, wenn ich gewusst hätte, dass du noch Jungfrau warst, hätte ich mir etwas mehr Zeit genommen. Sie, und wenn ich gewusst hätte, dass du dir etwas mehr Zeit nehmen kannst, hätte ich meine Strumpfhose vorher ausgezogen. Kommt ein junger Mann zum Psychiater. Der malt einen Strich aufs Papier und fragt, an was denken Sie bei diesem Strich? An eine nackte Frau. Der Psychiater malt einen Kreis. Und jetzt? An eine nackte Frau. Da meint der Psychiater, Sie sind ja völlig sexbesessen. Wieso ich? Sie malen doch diese Schweinereien. Patient Meier gibt seine Urinprobe im hochmodernen Labor des neuen Spitals ab und erhält vom Computer folgende Analyse. Sie haben links einen Tennisarm. Verärgert versucht Meier die Maschine zu überlisten und gibt am folgenden Tag eine Probe, an der sich auch seine Frau beteiligt hat. Der Computer druckt aus, Punkt 1, ich lasse mich nicht von Ihnen verscheißern. Punkt 2, Ihre Frau ist im 4. Monat schwanger. Punkt 3, wenn Sie weiterhin so onanieren, bekommen Sie auch rechts einen Tennisarm. Es ist mir furchtbar peinlich, gesteht der Chirurg dem frisch operierten Patienten, aber ich muss sie noch einmal aufmachen. Warum? Weil ich einen Gummihandschuh in Ihnen habe liegen lassen. Ach was, winkt der Patient ab. Hier haben Sie 20 Euro, holen Sie sich ein neues Paar.
Die 5-jährige Tochter des Chirurgen ist allein zu Hause, als das Telefon läutet. Ist der Herr Doktor da? Nein, mein Papa ist in der Klinik und macht eine Appendektomie. Der Anrufer staunt. Donnerwetter, du weißt aber Bescheid. Aber weißt du denn auch, was das bedeutet? Aber sicher, sagt die Kleine schnippisch. 450 Euro. Die Medizin wird Ihnen bestimmt helfen. Sie müssen allerdings auch fest daran glauben, sagt der Doktor. Das kenne ich. Mein Onkel hat dieselbe bekommen und hat auch dran glauben müssen. Sie haben es gut, sagt der Arzt zum Maler. Wenn bei Ihnen etwas schief geht, brauchen Sie nur die Farbe abzukratzen. Naja, dann haben Sie es doch noch besser, kontert der Maler. Bei Ihnen übernehmen sogar die Patienten das Abkratzen. Stürzt ein Mann zum Psychiater rein. Herr Doktor, überall Schmetterlinge, lauter Schmetterlinge, ruft er und wedelt mit den Armen. Doch nicht alle zu mir rüber, wedelt der Doktor zurück. Ich hatte mal einen Patienten, der hatte die fixe Idee, unsterblich zu sein, erzählt ein Arzt. Aber es ist mir eindeutig gelungen, ihm das Gegenteil zu beweisen. Gnädige Frau, sagt der Arzt, der Befund ist gar nicht erfreulich. Ich möchte Ihnen raten, sich mindestens 2 Monate lang jeder ehelichen Beziehung zu Ihrem Gatten zu enthalten. Glauben Sie, dass Sie das können? Ja, aber natürlich kann ich das, Herr Doktor. Ich habe ja noch einen Hausfreund. Mein Hund hat mir das Leben gerettet, erzählt Hufnagel voller Stolz. Was, dieser kleine Kerl? Ja, 4 Ärzte wollten an mein Krankenbett und keinen hat er rangelassen. Wissen Sie, was ich heute schon geschossen habe? Fragt der alte Förster den Landarzt. Raten Sie mal. Nicht nötig, erwidert der Arzt. Er war schon bei mir, der Sprechstunde. Eine Dame ruft beim Arzt an und sagt, Herr Doktor, ich war vorhin bei Ihnen in der Praxis. Habe ich meinen Slip bei Ihnen liegen lassen? Sagt der Arzt. Moment, gnädige Frau, ich sehe mal eben nach. Nein, hier liegt nichts. Ach, meint sie, dann muss ich mal beim Zahnarzt nachfragen. Es ist also Ihr Wunsch, dass Sie nach Ihrem Tod der Anatomie übergeben werden, fragt der Chefarzt den Landstreicher, der kurz vorher eingeliefert worden ist. Der Alte nickt. Ja, Herr Professor, ich möchte einmal so richtig im Alkohol schwimmen. Ein Mann wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Arzt fragt, was ihm fehle. Der Patient: Jagdunfall, voll in die Eier geschossen. Der Patient: Jagdunfall, voll in die Eier geschossen. Der Arzt ganz entsetzt: Drücken Sie sich gefälligst anständiger aus. Wir sind ein kirchliches Haus und morgen besucht uns der Bischof. Der Bischof kommt und fragt den Patienten, was er habe. Meint dieser: Jagdunfall, zwischen die Beine geschossen. Daraufhin der Bischof: Da können Sie ja froh sein, dass die nicht die Eier getroffen haben, was? Wie heißen Sie denn? Fragt der Arzt die junge Dame, die sich um die Stelle als Sprechstundenhilfe bewirbt. Isolde. Aha, sagt der Doktor. Haben Sie denn auch einen Tristan? Aber nein, Herr Doktor, den haben wir mit Penicillin weggemacht. Der Arzt zum Patienten: Donnerwetter, mit dem Kreislauf können Sie 80 Jahre alt werden. Aber ich bin doch schon 80. Da sehen Sie, meine Diagnose stimmt genau. Bei einem Ärztekongress in der Schweiz versuchen ein Deutscher, ein Russe und ein Amerikaner mit ihren medizinischen Leistungen Eindruck zu machen. Der Deutsche: Bei uns ist es jetzt möglich, einem Menschen eine Niere zu entfernen, sie einem anderen einzupflanzen und nach 6 Wochen sucht der sich schon wieder Arbeit. Darauf der Russe: Das ist gar nichts. Wir pflanzen einem Patienten die Lunge eines Spenders ein und 4 Wochen später sucht sich der Empfänger schon wieder Arbeit. Der Amerikaner übertrumpft sie alle. Wir holen uns ein Arschloch aus Hollywood, verpflanzen es ins Weiße Haus und am nächsten Tag sucht die halbe Nation Arbeit. Ziehen Sie sich bitte aus, bittet der Arzt die junge Patientin. Ich geniere mich so, Herr Doktor, antwortet sie errötend. Soll ich die Vorhänge vorziehen? Im Dunkeln fällt es Ihnen vielleicht leichter. Die Schöne akzeptiert dankbar. Nach einer Weile fragt sie schüchtern: Wo soll ich denn meine Sachen hinlegen, Herr Doktor? Legen Sie sie ruhig auf den Stuhl, neben meine, antwortet der Arzt. Wissen Sie, sagt der Arzt nachdenklich zum schwergewichtigen Patienten, der Riegel, den Sie sich beim Essen vorschieben, sollte nicht aus Schokolade sein. Warum gehen Sie denn nicht mehr zu Ihrem alten Zahnarzt?
Ich habe kein Vertrauen mehr zu ihm. Auf einem Fest neulich hat er eine halbe Stunde hantiert, um den Korken aus der Weinflasche zu ziehen. Ich komme, um Ihnen endlich einmal meinen Dank auszusprechen, Herr Doktor. Moment, gute Frau, ich erinnere mich gerade nicht. Sind Sie Patientin oder Erbin? Nicht zu fassen, brüllt der Arzt, dem seine Frau gerade einen Seitensprung gebeichtet hat. Schämst du dich nicht, mit einem fremden Kerl zu schlafen? Reg dich ab, mein Lieber, kontert seine Angetraute. Ich habe es gemacht wie deine Patienten. Du sagst mir dauernd, wie lausig du mich im Bett findest. Jetzt wollte ich einfach mal eine zweite Diagnose einholen. Der Chirurg operiert gerade einen Patienten, als die Uhr 5 schlägt. Fabelhaft, jubelt er, lässt das Skalpell fallen, zieht sich die Handschuhe aus. Aber Herr Doktor, Sie können den Patienten doch nicht einfach so hier liegen lassen. Na hören Sie, der Mann ist Maurer und arbeitet seit 5 Monaten an meinem Haus. Gratuliere, Sie haben die Operation überstanden. Danke, Herr Professor, aber eigentlich wollte ich in der Klinik nur die Fenster putzen. Nach der Untersuchung diktiert der Arzt den Befund, wobei er lateinische Fachausdrücke verwendet. Der Patient beunruhigt: Herr Doktor, ist das eine sehr seltene Krankheit? Ach wo, beschwichtigt ihn der Arzt. Die Friedhöfe sind voll davon. Der Arzt studiert im Lokal die Speisekarte. Der Ober: Ich habe gepökelte Zunge, gedämpftes Hirn, Froschschenkel, saure Nieren. Gut, kommen Sie gleich in meine Sprechstunde. Ich will aber vorher noch eine Kleinigkeit essen. Hören Sie schon auf zu jammern, sagt der Zahnarzt zu seinem Patienten. Ich habe doch noch gar nicht gebohrt. Das stimmt schon, aber Sie stehen auf meinem Fuß. Evelyn lernt Tennis spielen. Der Trainer schimpft. Sie dürfen die Bälle nicht so hüpfen lassen. Errötet sagt Evelyn. Aber beim Tennis ist mir so ein BH einfach zu eng. Erstaunt fragt Ilse ihre Freundin Ruth auf der Party. Warum hast du denn dem Fußballspieler eben eine Ohrfeige gegeben? Sagt Ruth. Wegen Regelverstoß. Ja, was hat er denn gemacht? Erkundigt sie sich. Handspiel im Strafraum. Unterhalten sich zwei Fußballfans, sagt der eine. Euer Verein soll ja auch einen neuen Trainer bekommen. Der andere. So, wen denn? Sagt der erste. Luis Tränker. Er soll alles zum Abstieg klar machen. Gott. Die Braut wartet mit ihren Eltern vergeblich vor dem Standesamt. Schluchzt sie los. Hat er also doch Karten fürs Fußballspiel bekommen? Der Sportreporter in das Mikrofon. Nun einige Details für die Damen. Das rechte Auge des Boxfavoriten schimmert jetzt azurblau, eingefasst von einem zarten Lindgrün. Dazu trägt er himmelblaue Shorts und fliederfarbene Socken. Fritzchen, wer hat die Türken bei Wien geschlagen? Aber die waren doch gar nicht im Halbfinale. Der Stürmerstar wird beim Fußball gefoult, wälzt sich übertrieben mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Fragt der Schiedsrichter, soll ich den Sanitäter rufen oder einen Theaterkritiker? Frage an die Sportredaktion einer Zeitung. Ich lese immer, dass Athleten durch Anabolika zu Höchstleistungen angespornt werden. Können Sie nicht mal ein Bild von dieser sensationellen Frau bringen? Beim Endspiel um die deutsche Tennismeisterschaft ertönt der Stadionlautsprecher. Der Inhaber des Mercedes mit dem schweinslederbezogenen Sitzen möchte sofort zu seinem Wagen kommen. Ein wild gewordener Eber vergewaltigt gerade den Rücksitz. Aha, Sie sind Sportler, sagt der Arzt, nachdem er die aufgeschundenen Schienbeine seines Patienten betrachtet hat. Was für einen Sport betreiben Sie? Skat, Herr Doktor, mein Partner gibt mir immer Zeichen unterm Tisch. Eine Gruppe von Fußballfans verprügelt den Schiedsrichter schon vor dem Match. Einer, der mit den örtlichen Verhältnissen nicht ganz vertraut ist, wundert sich. Das sind Auswärtige. Und ihr Zug fährt gleich nach dem Match ab. Inlandflug Frankfurt-Leipzig. Joachim muss mal dringend. Nur noch die Damentoilette ist frei. Die Stewardess erlaubt es ihm unter einer Bedingung. Drücken Sie ja nicht den WW-Knopf, den P-Knopf oder den ATE-Knopf. Kann ich mich darauf verlassen? Händeringend schwört er es. Aber als er sich dann endlich erleichtert hat, wird er doch etwas neugierig. Kurzerhand drückt er WW. Warmes, weiches Wasser umspült seinen Po, gefolgt von warmer Luft. So schön war das.
Umso gespannter ist Joachim, was sich hinter P verbirgt. Puder, wie er gleich darauf entzückt feststellt. Mit dem Daumen drückt er nun ganz neugierig auf den ATE-Knopf. Macht es, doch Joachim hört das schon nicht mehr. Als er wieder aufwacht, liegt er im Krankenhaus. Eine Krankenschwester beugt sich zu ihm vor. Sie haben den WW-Knopf gedrückt, nicht wahr? Ja. Und den P-Knopf. Ja. Und dann, Sie Idiot, den ATE-Knopf, richtig? Ja. Was heißt denn ATE? ATE steht für automatischen Tamponentferner. Ich bin Tennisspieler, Skiläufer, Schwimmer, Ruderer, Reiter, Fußballer, Ringer und Rennfahrer. Oh, haben Sie schon mal ein Gruppenbild von sich machen lassen? Beim Rodeo in Texas schlägt Jimmy alle Rekorde. Wo haben Sie das bloß gelernt, wird er von den Reportern gefragt. Jimmy zuckt die Achseln. Bei meiner Frau. Sie hat seit 14 Jahren Schluck auf. Was ist knüppeldick, feucht und riecht penetrant? Der Griff von Boris Beckers Tennisschläger. Schimpft der Trainer mit seinem Mittelstürmer. Warum hast du Trottel denn ein Eigentor geschossen? Ach Gott, zuckt dieser die Schultern. Die Tore sehen da alle so gleich aus. Nach dem 0 zu 7 tippt der Trainer seinen hochbezahlten Stürmer auf die Schulter und meint, wann kriege ich denn hier mal was Ordentliches von Ihnen zu sehen? Heute Abend im Werbefernsehen, da stelle ich die neue Ochsenschwanzsuppe vor. Vinzenz ist in den Tennisclub eingetreten. Um seine Armmuskeln zu stärken, macht er täglich Liegestütze. Meint seine Angetraute, wenn du das im Bett machen würdest, dann könntest du 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ein berühmter Fußballtrainer kommt in den Himmel. Er bittet den lieben Gott, eine Mannschaft aufstellen zu dürfen, was dieser auch gestattet. Der Trainer darf also unter den besten Spielern aller Zeiten auswählen. Als die Mannschaft gut trainiert ist, beschließt man, ein Freundschaftsspiel gegen die Hölle auszutragen. Der liebe Gott ruft beim Teufel an. Habt ihr Lust, gegen uns ein Fußballspiel auszutragen? Warum nicht? Fragt der Teufel. Aber ihr habt ja nicht die geringste Chance gegen uns. Aber, sagt der liebe Gott, wir haben die besten Spieler aller Zeiten. Na und? Meint der Teufel. Wir haben alle Schiedsrichter. Herr Doktor, mir wird ständig gelb und rot vor Augen, klagt der Mittelstürmer eines Vereins. Rät der Arzt, na dann wechseln Sie mal den Schiedsrichter. Abfahrtsrennen in Österreich. Kurz vor Beginn geht eine riesige Lawine ab und begräbt das gesamte Starterfeld unter sich. Am nächsten Tag kommt die Witwe eines Rennläufers in die Dorfturnhalle, um unter den Toten ihren Mann zu identifizieren. Als der erste Sarg geöffnet wird, schluchzt sie leise, nein. Auch beim zweiten Sarg schüttelt sie den Kopf. Der Deckel des dritten wird abgehoben, da lächelt sie. Ja, das ist er. Gott sei Dank unter den ersten dreien. Ein Hai verputzt einen Windsurfer, blickt noch einmal auf das treibende Brett mit dem Segel zurück und meint dann wohlwollend, nett angerichtet, so mit Frühstücksbrettchen und Serviette. 2 Irre spielen Tennis. Nach dem dritten Satz stöhnt der eine, 5 Minuten Pause, dann bist du der Ball. In einer Irrenanstalt spielen 2 Patienten miteinander, Mensch, ärgere dich nicht. Plötzlich schreit der eine, Schachmatt. Der andere erwidert seelenruhig, du Idiot, wann lernst du endlich, dass es beim Halma keinen Elfmeter gibt? Welches ist die beste Fußballmannschaft der Welt? Ein Schwarzer, ein Schwuler und eine Oma. Der Schwule deckt von hinten, der Schwarze bringt Farbe ins Spiel und die Oma hat seit Jahren keinen mehr reingelassen. Nach dem Spiel schaut der Trainer nachdenklich den Neuen in der Mannschaft an. Dann meint er, insgesamt warst du nicht schlecht, aber 2 Dinge werden dich hindern, jemals ein guter Fußballspieler zu werden. Dein linker und dein rechter Fuß. Eine Fußballmannschaft fliegt zu einem Freundschaftsspiel nach Amerika. Da es den Jungs auf dem Flug zu langweilig wird, spielen sie in der Kabine Fußball. Der Pilot hat große Mühe, die Maschine gerade zu halten. Es geht rauf und runter. Schließlich schickt er den Co-Piloten nach hinten. Nach 3 Minuten ist wieder Ruhe eingekehrt. Wie hast du das denn geschafft? Fragt der Pilot seinen Kollegen. Ach, meint der Co-Pilot, ich hab zu ihnen gesagt, Jungs, es ist so schönes Wetter, spielt doch draußen vor der Tür. Das war ein tolles Spiel, sagt ein Zuschauer zum Schiedsrichter. Schade, dass sie es nicht gesehen haben.
Vater und Sohn kommen vom Fußballplatz heim. Fragt die Mutter, nun, wie war's denn? Ganz toll, begeistert sich der Kleine. Es gab 7 gelbe und 4 rote Karten, einen Nasenbeinbruch, 12 verhaftete Zuschauer und zum Schluss hat man den Schiedsrichter verprügelt. Beim Warten auf den Bus vertreibt sich ein Fußballspieler die Zeit damit, Dribbelschritte zu üben. Kommt eine ältere Dame auf ihn zu, nimmt ihn bei der Hand und sagt, kommen Sie, ich zeige Ihnen mal, wo die Toilette ist. Die 5. Runde des Boxkampfes ist vorbei. Was meinst du, kann ich ihn schlagen? Fragt der Boxer seinen Betreuer. Aber mit Sicherheit, sagt der Betreuer. Wenn du weiterhin so in die Luft schlägst, hat der Kerl in der 9. Runde eine Lungenentzündung. Es ist schon spät abends, aber der Fußballfan sitzt noch immer voller Begeisterung vor dem Fernseher, in dem ein Fußball-Länderspiel übertragen wird. Um ihn endlich ins Bett zu locken, stellt sich die junge Ehefrau einmal nackt vor den Bildschirm. Fragt ihr Mann ironisch, glaubst du tatsächlich im Ernst, dass du mit deiner Figur gegen Brasilien antreten kannst? Ziemlich angeheitert kommt der Ehemann nach Hause. Entschuldige, Liebling, stottert er. Wir haben nur ein kleines Wetttrinken veranstaltet. Das rieche ich, erwidert sie spitz. Und wer wurde Zweiter? 2 Fußballer ziehen sich um. Seit wann trägst du denn einen Damenslip drunter? Staunt der eine. Antwort, seit ihn meine Frau im Handschuhfach gefunden hat. Vor dem Kampf sagt der Boxer zu seiner Freundin, wir treffen uns nach dem Fight im Café. In Ordnung, antwortet sie. Aber behalte die Nelke im Knopfloch, damit ich dich wiedererkenne. Der kleine Emil sitzt im Fußballstadion auf den Schultern seines Papas und ruft lautstark, 11 Meter, Schiedsrichter raus, abseits, staunt der Nebenmann. Donnerwetter, ihr Junge versteht aber schon eine ganze Menge von Fußball. Nach einer Weile nimmt der Vater den Jungen von seinen Schultern und gibt ihm einen Klaps. Meint der Nebenmann, warum schlagen Sie das Kind? Antwortet der Vater, alles, was mit Fußball zu tun hat, kann er schon aussprechen. Bloß Pippi kann er immer noch nicht sagen. Morgengymnastik im Radio. Beginnen wir gleich mit der heutigen Übung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, auf, nieder und auf, nieder und wechseln wir das Augenlid. Und auf, nieder... 2 Sportschützen reinigen ihre Gewehre. Ich glaube, mein Gewehrlauf ist nicht mehr gerade, sagt der eine. Der andere hält sich den Lauf ins Auge, blinzelt in die Öffnung und sagt, wollen wir doch mal sehen. Also jetzt lass mal ganz, ganz sachte die Kugel kommen. Mensch, Klaus-Dieter, woher hast du die vielen kleinen Löcher in den Ohren? Vom Training. Ja, was trainierst du denn? Den Nachwuchs von unserem Schützenverein. Er hat sie zum ersten Mal mit zu einem Fußballspiel genommen. Während des Spiels erklärt er ihr geduldig alle Regeln und zeigt auf die Spieler. Das da hinten, das ist der Lehmann. Wer? Die 2. Ah, und ich dachte immer, Lehmann wäre nur einer. Der Stoßseufzer eines Kegelbruders. Mein Arzt hat mir verordnet, das Kegeln aufzugeben. Aus gesundheitlichen Gründen? Nein, weil er mir zugesehen hat. Träumen Sie sehr intensiv, stellt der Psychiater die Routinefrage. Und wie, ertönt es von der Couch. Immer denselben Traum. Ich bin der größte Torwart aller Zeiten, besser als Toni Schumacher, Lehmann, Sepp Maier, besser als alle anderen. Von Frauen träumen Sie nicht? Na um Gottes Willen, in der Zeit könnte ja glatt ein Tor fallen. Das Bundesligaspiel hat noch nicht begonnen, als Lehmann mit seiner Frau auf den Fußballplatz kommt. Aber da sind ja schon 2 Mannschaften auf dem Rasen, wundert sie sich. Das ist doch erst das Vorspiel, belehrt er sie. Aufhorchend fragt sie, und wie lange dauert das? Lapidare Antwort, 2x45 Minuten. Da mustert sie ihn kritisch von der Seite und seufzt, davon kann ich ja nur träumen. Sitzt ein Mann im Fußballstadion und murmelt ständig vor sich hin. Fragt schließlich der Sitznachbar, warum wiederholen Sie denn dauernd 7000 Zuschauer, 3 Schiedsrichter, 2 Trainer? Na, weil es so viele sind. Und ausgerechnet mir hat der verdammte Vogel auf den Kopf geschissen. Nachwuchs beim Fußball-Bundesliga-Verein. Zur Taufe sind alle Mannschaftskameraden eingeladen und in die Kirche gekommen. Plötzlich rutscht dem Pfarrer das Kind aus den Armen. Geistesgegenwärtig hechtet der Torhüter in Richtung Altar und fängt das Baby wenige Zentimeter über dem Boden auf. Die Gäste klatschen begeistert Beifall. Daraufhin tippt der Tormann ganz automatisch 2-mal auf und schlägt gekonnt ab. Der Fußballstar fragt den Schiedsrichter, wie heißt Ihr Hund? Ich habe keinen.
Das ist aber schlimm. Blind und keinen Hund. Damit du klar siehst, verkündet der frisch getraute Fußballschiedsrichter in der Hochzeitsnacht. Bei mir geht alles nach Pfiff. Erster Pfiff, ausziehen. Zweiter Pfiff, hinlegen. Dritter Pfiff, los geht's. Okay, sagt seine junge Frau, aber vergiss bloß nicht, ein Tor zu pfeifen, sonst musst du nachspielen. Sie wissen also alles über Fußball, sie Schlauberger, sie. Ja, klar. Gut, dann sagen Sie mir doch bitte schön, wie viele Löcher ein Tornetz hat. Treffen sich zwei Boxer. Na, wie geht es dir? Fragt der eine. Ach, erwidert der andere, man schlägt dich so durch. Und wie sieht's bei dir aus? Danke, man nimmt, was man kriegt. Er bekommt mitten in der Nacht Lustgefühle und rüttelt seine Frau wach. Diese murmelt verschlafen. Und deshalb weckst du mich, Schatz? Du weißt doch, wo alles ist. Ein wohlhabender Mann möchte sich ein Sommerhaus kaufen und findet auch bald etwas Passendes an einem schönen See. Besorgt erkundigt er sich nun beim Verkäufer, einem Bauern, nach der Mückenplage. Boah, das ist nicht so schlimm, sagt der Bauer. Machen Sie es halt so wie wir. Wir schieben unsere alte Großmutter vor die Tür, schmieren ihr Gesicht mit Honig ein und dann gehen die Mücken alle an sie. Um Gottes Willen, entsetzt sich der Käufer. Da muss sie sicher blutig kratzen. Das kann sie nicht, widerspricht der Bauer. Sie ist ja gelähmt. Ein Unternehmer ruft seinen Geschäftsführer zu Hause an. Wie gehen die Geschäfte? Was gibt's Neues? Nicht viel, nur die Halle ist abgebrannt. Wie ist denn das passiert? Durch den Wind. Dadurch haben die Flammen vom Hauptgebäude auf die Halle übergegriffen. Ist denn die Feuerwehr nicht rechtzeitig gekommen? Doch, aber die wollte ihr Wohnhaus löschen. Das hat ja zuerst gebrannt. Wieso denn das Wohnhaus? Weil eine Kerze umgefallen ist und einen Vorhang in Brand gesetzt hat. Was für eine Kerze, um Himmels Willen? Eine von den Kerzen eben, die brannten, als wir ihre Frau aufgebahrt haben. Friseur zum Kunden. Ihr Schal hat ja eine hässliche rote Farbe. Aber ich habe keinen Schal um. Oh, Verzeihung, dann hole ich mal schnell das Verbandszeug. Opa ist gestorben. Der Neffe will ihn bestatten lassen. Er geht zum Bestatter und möchte eine Urne. Aus Holz, aus Porzellan oder? Bitte eine aus Glas. Opa hat immer so gern am Fernseher gesessen. Es läutet an der Tür. Das kleine Mädchen öffnet. Guten Tag, meine Kleine, meint der Mann draußen. Ich sammle für das Waisenhaus. Moment bitte, sagt die Kleine und geht in die Wohnung. Kurz darauf fallen zwei Schüsse. Dann kommt das Mädchen zurück. So, Onkel, jetzt kannst du mich mitnehmen. Die junge Witwe ist in Tränen aufgelöst. Der Pfarrer versucht ihr Trost zu spenden. Sie wissen doch, meine Liebe, da gibt es einen, an den Sie sich mit all Ihren Wünschen und Hoffnungen immer schon gewendet haben und der Ihnen auch in Zukunft beistehen wird. Ja, ja, den gibt es, Herr Pfarrer, schluchzt die junge Frau. Aber der denkt gar nicht daran, mich zu heiraten. Der Arbeiter vom Chemiewerk kommt zur Frau seines Kollegen und bringt ihr ein Einmachglas mit Flüssigkeit. Ihr Mann, was ist mit ihm? Er war ganz aufgelöst, als wir ihn aus dem Säurebad geholt hatten. Merkler versucht völlig vergeblich, seinen Kollegen etwas aufzumuntern. Schließlich fragt er ihn, warum so trübsinnig? Ach, seufzt sein Kollege, ich wollte meinen Kummer ertränken, aber ich konnte meine Frau nicht dazu bringen, ins Wasser zu gehen. Alte unter sich, auf dem Friedhof. Ich werde 84 und du? Im März 93. Sag mal, da lohnt sich ja gar nicht mehr für dich nach Hause zu gehen. Ängstlich blickt der Tourist bei einer Bergtour in die Tiefe. Oh, kann man hier nicht abstürzen? Der Bergführer ganz gelassen. Meist nicht. Aber wenn sie es erwischt, vergessen's nicht, rechts nüber zu schauen. Da haben's einen fantastischen Ausblick. Ein weltbekannter Schweizer Schokoladenkonzern schickt eine Auswahl der beliebtesten Schokoriegel nach Äthiopien mit einem Begleitschreiben. Für die kleine Mahlzeit zwischendurch. Bei der Beerdigung gebärdet sich der Hinterbliebene vor der Verwandtschaft wie von Sinnen. Meine geliebte Frau, schreit er, warum lässt du mich allein? Ich kann nicht leben ohne dich. Herr, erfüllt mir eine Bitte, dass sie wiederkommt. In diesem Augenblick rührt sich am Fuß des Grabes, in das der Sarg soeben versenkt wurde, ein Maulwurf. Erschrocken bleibt der Wehklagende stehen, tritt verstohlen mit dem Fuß auf die sich bewegende Erde und zischt. Naja, ein bisschen scherzen wird man ja wohl noch dürfen, oder?
Eine hochschwangere junge Frau sitzt im Zug und strickt an einem Babyjäckchen. Sie strickt und alle paar Minuten schmeißt sie eine Pille ein. Die alte Dame, die ihr gegenüber sitzt, betrachtet sie voller Mitleid und spricht sie schließlich an. Mein Gott, ich weiß, die Schwangerschaft. So eine Last. Es geht Ihnen wohl nicht gut. Doch, ganz gut. Ich nehme nur zwischendurch ein bisschen Kontergan. Wissen Sie, ich kann nämlich keine Ärmel stricken. Ein Ehepaar geht spazieren. Er 10 Meter vor ihr. Es kommt ein Gewitter auf. Plötzlich schlägt ein Blitz neben dem Mann ein. Sagt er, na. Der zweite Blitz schlägt zwischen den Eheleuten ein. Er, na. Der dritte Blitz trifft die Frau. Darauf ihr Mann, na also. Jesus ist ans Kreuz geschlagen. Einer der Jünger kommt vorbei und sagt ganz erstaunt, ja, was machst du denn da oben? Darauf Jesus, ich hänge nur so ein bisschen rum. Der Ehemann kommt in die Apotheke und sagt zum Apotheker, ich hätte gerne 5 Gramm Arsen. Hätten Sie ein Rezept, will der Apotheker wissen. Der Mann bedauert und meint gelassen, nein, aber ein Foto von meiner Frau. Ich habe nur Pech in der Ehe, erzählt der Mann in der Kneipe seinem Thekennachbarn. 2-mal war ich verheiratet. Meine erste Frau starb an giftigen Pilzen und meine zweite an einem Schädelbruch. Wie grauenvoll, sagt der andere mitfühlend. Wie ist dann das mit ihrer zweiten Frau passiert? Naja, sie wollte die Pilze nicht essen. Knapp 4 Wochen ist das junge Paar verheiratet. Da ruft sie ihre Mutter an und schluchzt. Wir hatten einen Riesenkrach. Was soll ich bloß machen? Nur ruhig, mein Kind. Das kommt in jeder Ehe mal vor, redet ihr die Mutter gut zu. Schon, aber ich weiß nicht, wohin mit der Leiche. Begeistert legt der Ehemann das Besteck auf seinen Teller und sagt zu seiner Frau, das hat heute besonders gut geschmeckt. Kannst du das bald wieder machen? Sie schüttelt den Kopf. Tut mir leid, Hans Eberhard, aber an Fliegenpilzen kann man sich im Leben nur einmal satt essen. Der Lehrer fordert die Kinder auf, etwas zum Basteln mitzubringen. Schrauben, Bolzen, Zahnräder, Federn und solche Sachen. Am nächsten Tag breiten die Schüler alles auf den Pulten aus. Der kleine Rudi hat die auffälligste Ausbeute mitgebracht. Ein chromglänzendes Gestänge mit einem Schlauch dran. Das ist aber schön, lobt ihn der Lehrer. Woher hast du denn das? Aus der eisernen Lunge von meinem Opa, verkündet der Steppke stolz. So, meint da der Lehrer. Was hat denn da der Opa dazu gesagt? Och, der hat nichts gesagt, der hat nur gemacht. Am Flussufer sitzt ein Junge und weint. Ein Mann kommt vorbei, bleibt stehen und fragt, warum weinst du denn? Weil mir mein Brot ins Wasser gefallen ist. Mit Wurst? Nein, mit meinem Bruder. Was macht der Leprakranke am Strand? Er liegt auf der faulen Haut. Mutti, wann darf ich wieder am Sandkasten spielen? Bald, mein Kleiner. Aber wann ist bald? Wir müssen zuerst für Papi einen besseren Platz finden. Mutti, der Bildschirm flimmert fürchterlich. Das kommt von Papas elektrischer Lunge. Nach einer halben Minute. Mutti, das Fernsehbild ist jetzt wieder prima. Sagt der Mann verärgert zu seiner Frau. Hör jetzt endlich mit deinem albernen Selbstmordversuchen auf. Sieh dir bloß mal die hohe Gasrechnung an. Geht ein Mann zum Arzt und lässt sich untersuchen. Der Arzt sagt, ich muss Ihnen die betrübliche Mitteilung machen, dass Sie nur noch 6 Stunden zu leben haben. Der Mann geht heim und sagt zu seiner Frau, ich habe nicht mehr lange zu leben. Lass uns noch einmal lecker essen gehen. Nach 4 Stunden kommen sie zurück. Der Mann sagt wiederum zu seiner Frau, jetzt habe ich nur noch 2 Stunden zu leben. Lass uns noch wie früher ein bisschen Liebe machen. Daraufhin sagt die Frau, nein, das geht nicht. Ich muss morgen früh aufstehen und du kannst ja liegen bleiben. Der Arzt wundert sich, haben Sie denn nicht bemerkt, dass Ihr Mann einen Herzinfarkt hatte? Nein, versichert die Ehefrau. Etwas merkwürdig ist er mir allerdings schon vorgekommen, als er nach 20-jähriger Ehe plötzlich ruft, oh Gertrude, mein Herz! Mami, ich kann nicht mehr schwimmen. Halt's Maul und schwimm. Aber ich kann wirklich nicht mehr schwimmen. Jetzt sei endlich ruhig und schau, wie brav die Marianne untergeht. Karfreitag auf dem Berge Golgatha. Judas Ischariot schlendert lässig am Kreuz vorbei, schenkt Jesus ein schäbiges Grinsen und sagt, gell, die Feiertage hast du dir auch anders vorgestellt.
Yogi rettet einen Lebensmythen aus dem Fluss, legt ihn freundlich unter einen Baum und geht nach Hause. Andern Tags ruft die Polizei an, gratuliert ihm zur Tat, fügt aber bei: Sollten sie je wieder einen Lebensmythen aus dem Wasser ziehen, müssten sie sich auch hinterher noch um ihn kümmern. Der Mann, dem sie das Leben gerettet hatten, hat sich hinterher an einem Baum aufgehängt, sagt Yogi treuherzig: Das habe ich beim Weggehen noch gesehen, aber ich dachte, der knüpft sich zum Trocknen auf. Ein Angler wird gefragt: Haben Sie meine Frau vorbeikommen sehen? Ja, vor 5 Minuten. Prima, dann kann sie ja noch nicht weit sein. Nee, bei der Strömung? Nach dem Unfall kommt der Autofahrer wieder zu sich und hört nur Schere, Zwirn. Mein Gott, fragt er nach, bin ich denn so schwer verletzt? Nein, entgegnet eine tiefe Stimme. Wir nähen Ihnen nur gerade die Flügelchen an. Sag mal, kennst du die Geräte, die auf Anhieb herausfinden können, ob man lügt? Fragt der Kollege. Allerdings, mit so einem Gerät bin ich seit 15 Jahren verheiratet. Nebel in der Dämmerung. Ein einsamer Vorort von Boston. Es klopft an der Haustür. Oben geht das Schlafzimmerfenster auf. Wer ist da? Ruft der Hausherr. Eine tiefe Stimme. Ich bin der Bürger von Boston. Da dreht sich der Mann am Fenster um und sagt: Liebling, machst du bitte auf? Da will dich jemand sprechen. Na, wie läuft deine Ehe? Prima. Erst habe ich gesprochen und meine Frau hat zugehört. Dann hat nur noch sie gesprochen und ich habe zugehört. Und neuerdings reden wir immer gleichzeitig. Und wer hört dann zu? Na, die Nachbarn. Die Ehefrau schaut von ihrer Zeitung auf und sagt: Hier steht, dass in manchen Gegenden Indiens die Männer ihre Frauen erst nach der Eheschließung kennenlernen. Knurrt der Mann: Wie kommen die gerade auf Indien? 2 Männer gehen Hand in Hand durch den Park. Auf einer Bank sitzt ein junges Paar und streitet sich lauthals. Schau nur, sagt der eine im Vorbeigehen, immer diese Mischehen. Ja, Hans-Dieter, philosophiert die Ehefrau, die Ehe ist wie eine Lotterie. Der eine kriegt einen Haupttreffer, der andere bekommt eine Niete. Stimmt, Liebling, erwidert er, du hast mich gekriegt und ich habe dich bekommen. Sie wollten sich von ihrem Mann scheiden lassen, fragt der Anwalt. Hat er sie denn betrogen? Nein, seufzt sie. Womit denn? Du bist ja völlig betrunken, zischt sie ihren Mann angewidert an. Eine Woche lang hast du keinen Alkohol angerührt und ich war so glücklich. Und jetzt? Und jetzt, lallt er mit verklärtem Gesicht, jetzt bin ich wieder dran, glücklich zu sein. Immer wieder fährt Max Wengenbach um den Häuserblock. Er findet und findet keinen Parkplatz. Das sieht dir wieder mal ähnlich, stöhnt seine Frau verbittert. Alle anderen haben einen Platz gefunden, nur du nicht. Die Ehefrau kommt zum Feinkosthändler. Welchen Wein können Sie uns zum 10. Hochzeitstag empfehlen? Erkundigt sie sich. Das kommt ganz darauf an, gnädige Frau. Wollen Sie feiern oder vergessen? Nach einem heftigen Ehekrach kommt er reumütig nach Hause und sagt: Komm, lass uns den Mantel des Vergessens darüber decken. Noch immer leicht schmollend fragt sie: Nerz oder Persianer? Die Ehefrau hat sich etwas einfallen lassen. Karl-Heinz, du könntest doch wirklich einmal den Keller aufräumen, meint sie. Aber natürlich, Liebling, das mache ich, sagt er bereitwillig. Nach kurzer Zeit kommt er in die Wohnung zurück. Was ist denn los? Ach, nichts weiter. Ich habe nur den Korkenzieher vergessen. Das Ehepaar sitzt im Kino. Ob sie am Schluss wohl heiraten? Flüstert die Ehefrau erwartungsvoll. Natürlich, meint er. Solche Filme enden immer traurig. Die Ehefrau zittert unter der Bettdecke. Schatz, flüstert sie, als ich noch ein Kind war, hat mich meine Mutter in den Arm genommen und gewärmt, wenn ich fror. Na und, knurrt der Ehemann, erwartest du etwa, dass ich mitten in der Nacht aufstehe und deine Mutter hole? Die Ehefrau schüttet ihr Herz aus. Mein Mann ist ein Unhold. Seit 20 Jahren bin ich mit ihm verheiratet. Ich war die ganze Zeit über unglücklich. Warum lassen Sie sich denn nicht scheiden? Wie käme ich dazu, ihm nach all dem, was er mir angetan hat, glücklich zu machen? Die junge Witwe heiratet wieder. Der neue Ehemann stellt verwundert fest, dass sie noch Jungfrau ist und möchte natürlich die Ursache wissen. Ach, seufzt sie, mein erster Mann war Handwerker und der sagte immer, aber morgen komme ich ganz bestimmt. Ein junges Ehepaar, das sich oft streitet, geht in ein Restaurant. Plötzlich lässt der Kellner sein Tablett mit Geschirr fallen. Es kracht und scheppert.
Die Scherben klirren durchs Lokal. Hör doch mal, wendet der Ehemann sich an seine Frau. Sie spielen unser Lied. Schlecht gelaunt kommt der Ehemann nach Hause, wirft sich in den Sessel und greift zur Zeitung. Du solltest dir mal an unserem Nachbarn ein Beispiel nehmen, hält ihm seine Frau vor. Wenn der nach Hause kommt, umarmt er seine Frau und küsst sie zärtlich. Warum tust du das nicht auch? Du hast vielleicht Nerven, brummt er. Ich kenne die Frau doch gar nicht. Der Ehemann kommt früher als erwartet von einer Geschäftsreise zurück. Als er die Wohnungstür aufschließt, sieht er auf dem Flur zwei Italiener, die auf irgendetwas zu warten scheinen. Was geht denn hier vor? Ruft er erstaunt. Nix vor, sagt der eine Italiener. Erst Giovanni, dann ich und dann du. Der Ehemann erklärt seiner Frau, ich habe vorgesorgt und eine Lebensversicherung über 100.000 Euro abgeschlossen. Lieb von dir, Schatz, meint sie. Jetzt brauchst du wenigstens auch nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt. Herr und Frau Neumann sehen sich einen Schmuddelfilm an. Auf dem Höhepunkt des Geschehens fragt sie leise, warum liebst du mich eigentlich nicht so leidenschaftlich wie der Schauspieler da? Du kannst vielleicht dämlich fragen, knurrt ihr Gatte. Was meinst du, wie viel Geld dieser Bettheini dafür bekommt? Nachbar Tratsch im Treppenhaus. Haben Sie den furchtbaren Krach gehört, den die Pfeifers gestern hatten? Natürlich. Was war denn da los? Stellen Sie sich vor, der Mann hatte in einem Kontaktmagazin nach einer Partnerin für ausgefallene Liebesspiele gesucht. Und ausgerechnet seine Frau hat sich auf das Inserat gemeldet. Die Ehefrau steht oben auf der Leiter und streicht die Zimmerdecke. Der Ehemann sitzt vor dem Fernseher und verfolgt fasziniert das Fußball-Länderspiel. Da faucht die Ehefrau. Falls ich herunterfallen sollte, könntest du dann wohl in der Halbzeit den Krankenwagen rufen? Ich schaffe mir jetzt endlich einen Hausfreund an, klagt die junge Ehefrau. Du interessierst dich ja doch nur für deinen Fußball. Du kennst zwar alle Spielergebnisse, aber an das Datum unserer Hochzeit erinnerst du dich nicht mehr. Du irrst dich, Schatz, protestiert er. Das war doch der Tag, an dem Deutschland England 3-2 geschlagen hat. Es sagte der Buchhändler, und hier kann ich Ihnen die lang erwartete Neuerscheinung zeigen, die Freuden und Leiden der Ehe. 480 Seiten. Der erste Teil behandelt die Freuden der Ehe und der zweite Teil die Leiden der Ehe. Der zweite Teil beginnt allerdings schon auf Seite 11. Möllners verabschieden sich auf einer Party vom Gastgeber. Warum wollen Sie denn schon gehen? Fragt dieser ganz erstaunt. Ach, wissen Sie, meint Möllner mit einem langen Seitenblick auf seine Frau, wir haben einen langen Streit vor uns. Der Ehemann ist empört. Bei diesem Sauwetter soll ich einkaufen gehen? Da schickt man ja keinen Hund auf die Straße. Erwidert seine Frau ungerührt, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du den Hund mitnehmen sollst. Der Scheidungsanwalt bespricht mit seiner Klientin das Für und Wider der von ihr gewünschten Scheidung. Aber irgendetwas muss doch an ihrem Mann auch positiv gewesen sein, als sie ihn damals heirateten, gibt er zu bedenken. Ja, das schon, gibt die Ehefrau zu, aber wir haben es bis auf den letzten Pfennig verbraucht. Erzählt Willi seinem Freund. Meine Familie ist wie ein Staat aufgebaut. Meine Frau ist der Finanzminister, meine Schwiegermutter der Kriegsminister und meine Tochter der Außenminister. Und welche Funktion hast du? Ich bin das Volk und muss alles bezahlen. Beklagt sich der Ehemann. Ich höre immer nur Kleider, Kleider, Kleider. Hast du denn überhaupt keinen Sinn für etwas Höheres? Gut, dass du mich daran erinnerst, antwortet die Frau. Einen neuen Hut brauche ich auch. Die Party zieht sich in die Länge, total langweilig. Ein Gast wendet sich an den Nachbarn. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mit Ihrer Frau ein wenig flirten würde? Dann wird meine Frau sofort nach Hause wollen. Erkundigt sich die junge Ehefrau. Wie lange wartet man auf ein Kind? Dumme Frage, meint ihr Mann. 9 Monate natürlich. Dann wüsste ich gerne, warum du dich zum Schluss so beeilt hast. Helly kommt früher als geplant von seiner Dienstreise nach Hause. Seine Frau tummelt sich mit dem Untermieter im Bett. Nackt. Lotte, hast du vergessen, dass wir verheiratet sind? Brüllt er los. Das habe ich gern, entgegnet sie. Mich erinnern, jetzt wo es zu spät ist. Alfredo kommt aufs Polizeirevier. Herr Wachtmeister, ich habe eine Frau geamselt. Der Polizeibeamte überlegt, Sie meinen gevögelt. No, no, stottert Alfredo, eher gedrosselt. Warum bekommen Beamte keinen AIDS? Weil sie ihren Hintern sowieso nicht hochkriegen. Gerade habe ich geträumt, ich hätte was zu tun, seufzt der Beamte. Sein Kollege, du siehst ja auch richtig erschöpft aus.
Das Telefon klingelt. Aus dem Hörer schallt eine wütende Stimme. Ich bin außer mir vor Empörung. Das Huhn, das Sie mir gestern verkauft haben, ist offensichtlich alles andere als frisch und nicht zu genießen. Das müssen Sie mir sofort umtauschen. Der Mann am Hörer schüttelt den Kopf. Tut mir leid, mein Herr, das geht nicht. Das verstößt gegen unser Gesetz. Gesetz, grollt der Anrufer. Ist dort nicht die Metzgerei Reutner? Nein, kommt die ruhige Antwort. Hier ist das Standesamt. Der Inspektor hat eine Kollegin geschwängert und wird deswegen vom Regierungsrat ins Gebet genommen. Nach einigen ernsthaften Vorhaltungen fragt der Regierungsrat etwas freundlicher. Ist dieser Umstand wenigstens auf echte Liebe zurückzuführen? Nein, nein, erwidert der junge Mann. Es war ein reiner Verwaltungsakt. Der Steuerinspektor hat geheiratet. Nach ein paar Tagen Hochzeitsurlaub schwärmt er den Kollegen von seiner Hochzeitsnacht vor. Einfach toll, der Unterschied zwischen Steuerklasse 1 und Steuerklasse 3. Fleht Brösel den Finanzbeamten an. So nehmen Sie doch bitte Vernunft an. Tut mir leid, Beamte dürfen nichts annehmen. Der Standesbeamte kann sich nur noch wundern und fragt die Besucherin kopfschüttelnd, 6 Jahre sind Sie nun schon Haushälterin bei Herrn Weber und heute melden Sie, dass Sie das 4. Kind von ihm haben? Also es geht mich ja zwar nichts an, aber warum heiraten Sie denn den Mann eigentlich nicht? Die Frau wehrt entrüstet ab. Also wissen Sie, so sympathisch ist er mir nun auch wieder nicht. Ein Mann geht zum Finanzamt und fragt den Beamten, nehmen Sie Trinkgelder? Selbstverständlich nicht, empört sich der Finanzbeamte. Wofür halten Sie mich denn? Schon gut, sagt der Besucher. Regen Sie sich nicht auf. Ich wollte ja nur mal fragen. Dann nehme ich mein Geld wieder mit. Ich bin nämlich Kellner. Der Polizist kommt früher als gewöhnlich vom Nachtdienst nach Hause. Die Ehefrau hat keine Zeit mehr, ihren Liebhaber zu verstecken und ruft, bitte mach kein Licht, ich habe so entsetzliche Kopfschmerzen. Rücksichtsvoll zieht er sich im Dunkeln aus. Gerade als er ins Bett steigen will, wimmert sie, bitte geh doch noch zur Apotheke und hol mir ein paar Schmerztabletten. Der Polizist zieht sich im Dunkeln wieder an und läuft zur Apotheke. Warum starren Sie mich so an? Fragt der Apotheker, als er ihm die Tabletten gibt. Kennen Sie mich nicht mehr? Natürlich kenne ich Sie, sagt der Apotheker. Sie sind doch der Polizist Lutzner. Na also, warum sehen Sie mich dann so merkwürdig prüfend an? Ich frage mich ja nur, erwidert der Apotheker bedächtig, warum ein Polizist in der Uniform eines Briefträgers rumläuft. Neues Spiel in deutschen Behörden. Beamten-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Ein Beamter merkt, dass am Nachbartisch ein Kollege leise stöhnt. Was ist los mit dir? Ach, antwortet der, mir ist so schwindelig. Ich habe das Rundschreiben zu schnell gelesen. Informationsstand an der U-Bahn. Eine junge Dame fragt, sagen Sie, verkehren Sie viertelstündlich? Der Beamte antwortet entrüstet, ja, was glauben denn Sie? Sehe ich vielleicht aus wie ein Hahn? Ein Luxus-Call-Girl macht ihre Einkommenssteuererklärung für das Finanzamt und gibt ein Jahreseinkommen von 120.000 Euro an. Das Finanzamt hat noch eine Rückfrage. Der zuständige Finanzbeamte schreibt, bitte füllen Sie aus, ob Sie im vergangenen Jahr mehr als einen Arbeitgeber hatten und wenn ja, wie viele. Der Finanzbeamte überfliegt die Steuererklärung des Junggesellen. Bei der Angabe ein Kind stutzt er. Da hat wohl Ihre Sekretärin nicht aufgepasst, erkundigt er sich. Der Junggeselle seufzt. Wem sagen Sie das? Fragt der Oberinspektor. Was steht diese Woche auf meinem Terminkalender? Sagt die Inspektorin. Montag, Dienstag, Mittwoch. Beim Einwohnermeldeamt mahnt der Beamte eine junge Dame am Schalter. Fräulein, Sie haben vergessen, die Rubrik Beruf auszufüllen. Meint sie achselzuckend. Ach, naja, machen Sie einfach einen Strich. Eigene Witze in die Kommentare, Kommentare in die Kommentare und Abo dalassen. Viel Spaß bei den anderen Clips.